Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem Freitagsabendgespräch. Und ich möchte auf eine Sache eingehen, die ich, glaube ich, noch nie so besprochen habe. Und zwar über ein Video, was ich gestern hochgeladen habe. Da habe ich ein paar Gedanken dazu und da möchte ich euch dran teilhaben lassen. Ich werde nebenbei meine Bilder von in Lightroom über von Straßburg durchgehen und deswegen kann das auch ein bisschen holprig sein, weil ja, man macht ja zwei Sachen auf einmal. Jedenfalls möchte ich mit euch darüber reden, über einen Punkt, der mir eben gerade auch vorhin aufgefallen ist, und zwar die Statistik von meinem Video von gestern. Das hat jetzt so um die Uhrzeit 500 Klicks bekommen und ich habe Likes bekommen, ich habe Kommentare bekommen, zwei Leute haben auch gleich gemerkt, dass ich mich versprochen habe. Alles wunderbar, ich habe es am Ende ja auch gemerkt, beziehungsweise ich weiß auch, warum ich mich versprochen habe. Das Bild ist verwackelt. Jedenfalls, ich habe verhältnismäßig viele Dislikes bekommen. Ganz ehrlich, stört mich eigentlich überhaupt nicht. Dislikes sind eine Sache, die gehören dazu, die muss man abkönnen und das ist nicht schlimm. Man fragt sich aber trotzdem, warum? Warum hast du bei dem Video so viele Dislikes bekommen? Und da macht man sich Gedanken, die habe ich mir auch gemacht und deswegen rede ich mit euch darüber, denn ich glaube, die Leute, die das Dislike gegeben haben, die haben nicht verstanden, wie eigentlich sonst alle Videos gemacht werden und wie dieses Video gemacht wurde von mir. Und deswegen reden wir da mal drüber. Ihr seht es ja auch hier bei diesem Bild. Also ich laber hier und ich mache hier was nebenbei. Einfach so. Ja? Und das habe ich gestern auch gemacht. Ich habe natürlich das Bild schon bearbeitet, ganz klar. Aber ich habe eben nicht das in einer Art gemacht, wie viele andere es da draußen tun. Und zwar habe ich das nicht mit einem Skript gemacht. Und das solltet ihr mal dem Video ziemlich positiv anmerken. Denn viele Leute, die da draußen so ein Video machen, die sitzen als erstes mal da und machen ein Bild und entwickeln das. Das habe ich auch schon gemacht. Ich glaube, ich habe das auch schon, ich sage das auch immer. Ja, also ich habe das schon mal entwickelt, ich habe da schon mal ein bisschen rumgespielt. Genau das machen die anderen. Oder viele. Aber sie sagen es nicht. Ihr merkt das aber ganz deutlich an so Kleinigkeiten. Wenn dann jemand sagt, ja, ich habe dann die Klarheit so, ja, auf so um auf 15 gedreht, auf 20 gedreht. Ja, ich habe die Klarheit auf 20 gedreht und er ist aber bei 24. Warum sagt er nicht 24, wenn er da hinguckt? Weil ich sehe ja dahin. Aber ehrlich gesagt, das ist dem ziemlich egal, weil erstens mal ist es dem Bild sowieso ziemlich egal. Also ob es hier jetzt 28 hat oder 15, auf den ersten Blick seht ihr das gar nicht. Wenn ich aber minus 50 mache, dann sieht man das schon. Also die Genauigkeit der Angabe fehlt hier oft. Da ist mal eins mehr, eins weniger. Aber wenn ich sage, so, ich habe das jetzt hier auf 15, ach nee, 16 gedreht, klar, so redet man vielleicht nicht. Aber nebendran liegt ein Skript und da liegen die Zahlen, weil er möchte ja möglichst an sein schon entwickeltes Bild möglichst nah herankommen. Und ich habe gestern eben das nicht gemacht. Ich habe ein Bild genommen, es war dieses hier und habe das dann bearbeitet. Und zwar live, ohne doppelten Boden. Das war der erste Versuch. Und danach habe ich es hochgeladen. Ihr könnt euch das Bild bei 500px ansehen. Und genau so wie im Video ist es. Da ist nichts mehr geändert worden. Und das ist eben ein kleiner, aber feiner Unterschied, wie ich finde. Und deswegen solltet ihr, wenn ihr so ein Video seht, nicht gleich so total negativ reagieren, wie, oh, das war aber jetzt nichts, der hat mir ja gar nicht genau gesagt, welchen Regler ich wie und wo drehen muss.
Ich habe aber mehrfach gesagt, Leute, ihr müsst spielen lernen. Ihr müsst spielen lernen in der Software. Erst dann werdet ihr wirklich, jetzt muss ich gucken, nee, das Bild ist unscharf, das weiß ich. Erst dann werdet ihr über kurz oder lang gut werden. So ist nämlich, so sind die Spielregeln. Wisst ihr, viele Leute erwarten immer das Nonplusultra in der Bildbearbeitung. Ja, also, boah, jetzt habe ich hier ein Bild, das ist eigentlich total öde. Ich weiß nicht mal, ob es scharf ist, doch es ist scharf. So, was mache ich jetzt da draus? Wenn ich alles vorher schon gemacht habe und dann so tue, als würde ich da ja jetzt der wahnsinnige Crack sein, dann ist das doch euch gegenüber gelogen, dass sich die Balken biegen. Da wird genauso mitgespielt mit den Reglern, da wird geguckt, was kann ich tun, dass dieses Bild für euch da draußen der Knaller wird. Ja, darum geht's doch, ihr wollt doch einen Knaller haben. Alle Welt will einen Knaller. Ja, das muss doch der Knaller sein, dieses Bild. Darum geht's doch. So, und wenn der liebe Sven mal echt und ehrlich ist und sagt, so, ich zeige euch jetzt mal, wie ich so rumspiele, zum Beispiel jetzt eben nur in Lightroom, damit das Bild einfach ein bisschen besser wird. Das ist nichts Tolles, dieses Bild ist nichts Tolles. Aber wenn ich jetzt ein kleines Fotobüchlein machen würde über den Weihnachtsmarkt von Straßburg, dann würde dieses Bild da eben reinpassen. Und deswegen habe ich das jetzt auch mal so ein bisschen bearbeitet. Und ich habe noch ganz andere Sachen nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel noch keine, was haben wir denn hier? Oh, die ISO war sogar ziemlich gut, aber ich habe es zum Beispiel noch nicht geschärft. Ja, das seht ihr hier an der kleinen Voreinstellung. Ich kann das hier noch deutlich schärfen. Ich muss nur aufpassen, dass hier die anderen Strukturen nicht so rauskommen. Und jetzt? Gibt's da eigentlich ein Vorher? Ja, hier habt ihr ein Vorher und ein Nachher. Nicht viel, ganz banal. Aber das ist es. Dieses Vorher, Nachher, ne, ich werde dieses Y werde ich hier nie begreifen. Also, ihr seht das, das ist ganz einfach. Und genauso bearbeite ich meine Bilder. Und genauso könnt ihr eure Bilder auch bearbeiten. Ihr braucht nicht ständig an der Hand genommen zu werden. Jetzt musst du da die Schärfe vielleicht auf diesen Wert drehen. Ich habe eine 42-Megapixel-Kamera. Wenn ich jetzt hier rangehe und sage, hey, ja, das passt so da für mich, ne? Das Rauschen, das ist super. Ich habe hier, guckt mal, ich habe hier noch chromatische Apparation. Naja, die werden wir jetzt mal gucken, ob wir die ein bisschen loswerden. Ah, toll, seht ihr dieses Grüne da? Habt ihr das gesehen? Jetzt ist hier der grüne Rand da und jetzt ist er weg. Also, wunderbar, noch ein bisschen das Rot weg und alles ist gut. Soweit, so ist das. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen Vignette machen, dann ist das Ganze noch so ein bisschen fokussiert. Ja, aber in der Mitte ist mir jetzt doch ein bisschen dunkel geworden. Also lege ich mal noch so eine zweite an. Genau so geht das. Ja, so. Genau so und nicht anders wird geschafft. Da wird nicht nach, da muss man das einstellen und jenes einstellen, damit man auf irgendein Ergebnis kommt. Ja? So wird geschafft. Also lasst euch bitte nicht bescheißen, wenn euch jemand da irgendwie was vormacht und alles so zack, zack, zack am Stück. Man sieht ja auch, ob jemand geschnitten hat. Selbst hier könnte man sehen, ob jemand geschnitten hat. Das Video gestern war echt und es wurde abgestraft. Die unechten Videos, die geschnitten sind, die bekommen die Likes. Boah, super, da habe ich ja jetzt voll viel gelernt. Habt ihr nicht. Das ist so. Das habe ich früher selber gedacht, dass ich voll viel gelernt hätte.
ich lerne dann viel, ich lerne dann wirklich viel, wenn ich selber mich hier ransetze und das Ganze versuche. Das ist auch so. Das ist so, das ist typisch französische Werbung. Was immer da drauf steht, ich weiß es nicht. Und jetzt möchte ich aus diesem Bild etwas machen. Ich weiß noch nicht was. Also ich habe ja noch die Reflexion drin. Das sind so, nee, ich mache ein anderes Format. Anderes Format. Zurücksetzen bitte. Ja, das ist alles hier echt. Und das solltet ihr auch beachten, ob etwas echt oder unecht ist. Ob es euch gefällt oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Aber es zeigt eben, wie es geht. Und wie das Leben wirklich spielt. Und nicht, wie euch jemand das vorgaukelt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich. Ein ganz entscheidender Punkt. Und ich bin auch drauf reingefallen. Das gebe ich ganz offen zu. Ja, ich bin auch darauf reingefallen, dass ich eben gedacht habe, boah, der ist ja der Superguru oder die ist ja unbeschreiblich gut. Und dann hat sich eben gezeigt, dass sie eben auch mich nur gelinkt haben als Anfänger, gerade in Photoshop oder nicht als Anfänger. Also ich konnte Photoshop recht gut bearbeiten, aber wo ich angefangen habe, massiv Tutorials mir anzusehen, da war es wirklich so, dass ich den Leuten blind alles geglaubt hätte. Und das war ehrlich gesagt ein großer Fehler. Mir stört hier der Weißabgleich. Oh, das ist mir zu viel grün jetzt. Na, so passt es, glaube ich. Ja, ich guck mal auf mein Mikrofonaufnahmegerät, auf mein Tonaufnahmegerät, das Zoom. Und ich glaube, ich habe lang genug geredet. Ich weiß, das Video, das kriegt wieder so ein paar Daumen runter. Das macht auch nichts. Übrigens, jede Reaktion ist gut. Keine Reaktion, das wäre die größere Strafe. Wenn ihr gar nicht kommentiert, dann habe ich mehr Probleme, als wenn ihr was, egal in welcher Form, für YouTube kommentiert. Total abstraktes Bouquet. Ich habe gar nicht geguckt, ob es scharf ist. Ja, Objektivkorrekturen, nein, Details. Seht ihr, das habe ich noch vergessen. Und die ISO ist hoch. Naja, schauen wir mal. Rechnen. Das passt. Ein bisschen Rauschen darf immer sein. Ohne doppelten Boden. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven und tschüss.